Rudolf Virchow, die Zellularpathologie, Deutschland Genies Forscher Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik. Ich widme diesen Vortrag unserem Sohn Torben Alexi, der als junger Facharzt mit Kenntnis und Mitgefühl seinen Patienten hilft. Hallo, liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden. Sie sind aber wichtig für unser Selbstwertgefühl und für unsere Resilienz. Ich stelle mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die alphabetische Übersicht. Eine ausführliche Einleitung mit einer Begründung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel bringt die Biografie von Rudolf Virchow und die Entwicklung der Zellularpathologie. Rudolf Virchow zunächst zur Biografie. Rudolf Ludwig Karl Virchow wurde am 13. Oktober 1821 in Schivelbein in Hinterpommern geboren und starb am 5. September 1902 in Berlin mit 81 Jahren. Rudolf Virchow war ein weltbekannter deutscher Arzt und Naturforscher. Er begründete die Pathologie als exakte Wissenschaft. Mit der Zellularpathologie führte er Gesundheit und Krankheit auf Prozesse in der einzelnen Zelle im mikroskopischen Bereich zurück. Der liberale Virchow begründete die Sozialhygiene und wirkte wesentlich an der Ausbildung eines modernen Gesundheitswesens mit. Er erbrachte als Naturforscher außerdem anerkannte Beiträge zur Anthropologie und zur Archäologie. Rudolf Ludwig Karl Virchow war das einzige Kind des Kaufmanns und Bauern Karl Christian Siegfried Virchow, 1785 bis 1864, und seiner Frau Johanna Maria, geborene Hesse, 1785 bis 1857. Beide Familien stammten aus Hinterpommern. Er wuchs in Schivelbein in Hinterpommern auf und war ein kränkliches Kind. Hier im Bild sein Geburtshaus. Nach der Stadtschule in Schivelbein und zusätzlichem Sprachunterricht bei Pastoren besuchte er das Gymnasium in Köslin bis zum Abitur 1839. Er war Klassenbester und sprach nach der Schule 7 Fremdsprachen sowie Latein. Rudolf Virchow konnte nicht an einer regulären Universität studieren, da die Familie arm war. Also studierte er von 1839 bis 1843 mit einem Stipendium für Begabte am Medizinisch-Chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Institut in Berlin. Danach war Virchow als Unterarzt der Chirurgie an der Charité tätig und wurde in die Mikroskopie eingeführt. 1843 promovierte er in Berlin. Anschließend arbeitete Virchow als Militärarzt sowie danach als Assistent in der Prosektur, das ist die Pathologie der Charité. Rudolf Virchow erläuterte bereits 1845 in einem Vortrag die Pathologie der Zellen im Allgemeinen und seine Vorstellung zur Entstehung von Thrombosen. 1847 prägte er den Begriff Leukämie für weißes Blut bei Blutkrebs. Hier ist sein Artikel der Erstveröffentlichung. Rudolf Virchow schied auf eigenen Wunsch 1847 aus dem militärärztlichen Dienst aus. Er habilitierte sich im gleichen Jahr und wurde sofort Privatdozent. Er begann 1847 zusammen mit dem Freund Benno Reinhardt, 1819 bis 1852 verstorben an Lungentuberkulose, das Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und klinische Medizin herauszugeben, das bis heute Virchows Archiv heißt, hier im Bild, und das offizielle Organ der Europäischen Gesellschaft für Pathologie ist. 1848 war der junge Virchow am erhofften Aufbruch in Deutschland und Europa. Hier also am Barrikadenbau in Berlin.
bei der bürgerlichen Märzrevolution beteiligt. Für die damalige Fleckfieber-Epidemie in Oberschlesien, die Virchow untersuchen sollte, machte er die mangelhaften sozialen und hygienischen Verhältnisse als Folge einer verfehlten preußischen Regierungspolitik verantwortlich. Zur Information: Fleckfieber wird durch Kleiderläuse übertragen. Durch diese Kritik verlor er im gleichen Jahr Wohnung und Stellung. Ein Jahr später nahm Virchow den Ruf der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg an und wurde dort ordentlicher Professor für pathologische Anatomie. Er musste der Universität vorher versprechen, sich politisch zurückzuhalten. Die Würzburger Zeit, zunächst in einem Gartenpavillon hier im Bild und ab 1853 in einem neu eingerichteten anatomischen Institut, wurde seine an Publikationen produktivste Zeit. Rudolf Virchow bearbeitete in Würzburg viele Krankheitsbilder und entwickelte weitere Vorstellungen zur Pathologie der Zellen. Studenten aus vielen Ländern strömten in seine Mikroskopierkurse und zu den Sektionen. Hier ein vergleichbares anatomisches Theater im Bild. Allerdings lag bei Virchow etwas anderes als ein Rehbock in der Mitte. Für diese Sektionen stellte er nun systematische Standards auf, die bis heute verbindlich sind. Viele seiner Schüler und Doktoranden wurden später selbst bekannte Mediziner. Ein Exkurs zum Familienleben. 1850 heiratete Rudolf Virchow in Berlin Ferdinande Amalie Rosalie Meyer. 1832 bis 1913, die Tochter eines fortschrittlich denkenden Gynäkologen, von ihm Röschen genannt. Sie hatten drei Söhne und drei Töchter. In der Würzburger Zeit war Rose Virchow unglücklich, da ihr Mann ganz in seiner Arbeit aufging. Mit der wachsenden, lebhaften Kinderschar und mit der Rückkehr nach Berlin mit den vielen Kontakten besserte sich das. Beide schrieben sich zahllose Briefe, die zur Hälfte erhalten sind. 1856 wurde Rudolf Virchow nach Preußen zurückberufen und erhielt eine Professur in Berlin in einem neu geschaffenen Ordinariat für pathologische Anatomie der Charité. Für ihn wurde ein eigenes Institutsgebäude errichtet, das erste pathologische Institut Deutschlands. Im gleichen Jahr veröffentlichte er seine Erkenntnisse über die Entstehung von Thrombosen, die mit der sogenannten Virchow-Trias das Krankheitsgeschehen grundlegend neu bewerteten. Hier im Schema sind sie dargestellt. Es handelt sich um Veränderungen der Gefäßinnenwand, der Strömungsgeschwindigkeit und der Viskosität des Blutes. 1858 erschien sein Hauptwerk, das Buch Die Zellularpathologie, hier im Bild die zweite Auflage. Rudolf Virchow widersprach darin der bisherigen Vorstellung, dass Zellen sich aus einem unförmigen Urschleim entwickeln, einem sogenannten Blastem. Virchow setzte dagegen den berühmten Grundsatz: Omnis cellula ex cellula. Jede Zelle entsteht aus einer Zelle. Hier sind verschiedene Zellformen im Bild von ihm selbst gezeichnet. Im Gegensatz zu damals geltenden Lehren erklärte Rudolf Virchow die vom englischen Universalgelehrten Robert Hooke 1665 beschriebenen Zellen als Grundeinheiten des Körpers für Gesundheit und Krankheit. Hier Hookes erste mikroskopische Zeichnung von Pflanzenzellen im Bild. Virchow baute dabei auf Arbeiten anderer, wie zum Beispiel Theodor Schwann und Robert Remack, auf. Rudolf Virchow führte nun in 20 Vorlesungen aus, dass Krankheiten auf Störungen von Körperzellen und deren Stoffwechsel beruhen. Damit stürzte er die seit der Antike geltende Krasenlehre, die Lehre von einer schädlichen Zusammensetzung der Körpersäfte
und die Humoralpathologie, welche Krankheiten als eine Folge von ungünstiger Zusammensetzung der vier Körpersäfte ansah. Zusammen mit der sich gleichzeitig entwickelnden Mikrobiologie von Robert Koch, siehe Kapitel 36, und Louis Pasteur 1822 bis 1895 wurde die Medizin endlich auf eine naturwissenschaftliche Grundlage gestellt. Rudolf Virchow war vielseitig interessiert und arbeitete auch als Medizinhistoriker. Er gab mehrere Zeitschriften heraus, er war Mitbegründer mehrerer wissenschaftlicher Vereinigungen und pflegte viele Kontakte. Virchow baute die Berliner Pathologisch-Anatomische Sammlung mit bis zu 20.000 Ausstellungsstücken aus. Hier ein gruseliger Einblick. Sie ist heute im Museum der Charité zu besichtigen. Während des Deutsch-Französischen Krieges organisierte Rudolf Virchow Lazarettzüge, mit denen er selbst an die Front reiste, und ließ Barackenlazarette auf dem Tempelhofer Feld errichten. 1892 und 1893 war Rudolf Virchow Rektor der Berliner Universität. Er war bis ins hohe Alter aktiv und arbeitete ohne Ermüdung weiter. Hier im Bild eine Konsultation in Paris. Insgesamt verfasste Virchow mehr als 2000 wissenschaftliche Schriften. Am Abend des 4. Januar 1902 sprang Rudolf Virchow auf dem Weg zu einer Versammlung von einer noch fahrenden Straßenbahn ab und brach sich den Oberschenkelhals. Nach zunächst erfolgversprechendem Kuraufenthalt kam es zu monatelangen Komplikationen, sein Zustand verschlechterte sich. Am 5. September 1902 verstarb Rudolf Virchow in Berlin, wo er zusammen mit seiner Frau bestattet ist. Rudolf Virchow, nun zu seinem Werk und dessen Wirkung. Rudolf Virchow beschrieb und benannte mehrere Krankheiten erstmals und studierte ihre Ursachen auf zellulärer Ebene mit dem Mikroskop genau. Ich gehe nicht ins Detail zu den Erkrankungen, um den Rahmen einzuhalten. Im Folgenden daher nur einige besonders wichtige Arbeitsergebnisse. Zum Beispiel beschrieb er als eine Ursache für Krebszellen, hier im Bild, in Teilen richtig, langjährige Entzündungen. Virchow führte einen genauen und systematischen Untersuchungsgang bei der Autopsie ein, der bis heute gilt. Ich erspare uns Bilder hierzu. Er bereicherte auch die Gerichtsmedizin um die Analyse von Haaren und beschrieb zugleich deren Limitation. Rudolf Virchow prägte die Begriffe Thrombose und Embolie und beschrieb ihre Pathomechanismen auf mikroskopischer Ebene. Hier in der Animation die Entstehung eines durch Fibrin vernetzten Thrombus, eines Blutgerinnsels, an einer geringfügig veränderten Stelle der Gefäßwand. Den seltenen Typ des Kehlkopfkrebses bei Kaiser Friedrich III., hier als Kronprinz im Bild, konnte Virchow aber anhand der Präparate nicht diagnostizieren, wie eine retrospektive neutrale Auswertung ergab. Rudolf Virchow beschrieb den vollständigen Lebenszyklus des Fadenwurms Trichinella spiralis. Hier im Muskel abgekapselte, aber lebende Wurmlarven im Bild zu sehen, an dem jedes Jahr nach Verzehr von infiziertem, rohem Fleisch 15.000 Menschen erkrankten und etliche starben. Durch die von Rudolf Virchow veranlasste, obligatorische Fleischbeschau, hier ein Bild dazu, der Veterinärämter in Preußen und in Deutschland, ist die Zahl der Trichinenerkrankungen praktisch auf Null gefallen. Bereits 1848 stellte Rudolf Virchow im Rahmen der Flecktyphus-Epidemie in Oberschlesien fest, dass die schlechten hygienischen und sozialen Bedingungen für die hungernde und arme Bevölkerung die Ursache für die Seuche waren. Auch in seiner Würzburger Zeit befasste er sich mit Krankheiten im Spessart,
als Folge des chronischen Hungerzustandes der Bevölkerung. Virchow forderte als Konsequenz aus all dem eine ausreichende Versorgung mit Arzneien und Lebensmitteln und wörtlich Bildung mit ihren Töchtern, Freiheit und Wohlstand. Rudolf Virchow befürwortete eine sogenannte Schwemmkanalisation und war zusammen mit dem weitsichtigen James Hobrecht, 1825 bis 1902, ein preußischer Stadtplaner, ab 1869 wesentlich daran beteiligt, dass Berlin 1870 ein Kanalsystem, hier schematisch für die Stadt Dresden im Bild dargestellt, über 12 unabhängige Radialsysteme erhielt mit Rieselfeldern außerhalb der Stadt und eine zentrale Trinkwasserversorgung. Das machte Berlin damals zur saubersten Stadt der Welt und hatte Vorbildfunktion für andere Metropolen. Es entwickelte sich hieraus ein neuer Wirtschaftszweig mit spezieller Technik und Personal der Abwasserentsorgung, hier im Bild zu sehen. Rudolf Virchow setzte sich für eine medizinische Grundversorgung der Bevölkerung ein. Ein Zitat von ihm: Die Medizin ist eine soziale Wissenschaft und die Politik ist nichts weiter als Medizin im Großen. Hier eine bildliche portugiesische Darstellung aus dem Olymp der Medizin, auch mit unserem Protagonisten. Rudolf Virchow gilt als Begründer der modernen Sozialhygiene. Er beriet die deutsche und ausländische Regierungen in diesen Fragen. Virchow führte auch den Begriff des Kunstfehlers ein als Verstoß gegen die Regeln der geltenden Medizin. Rudolf Virchow befürwortete das Turnen als Vorsorge für die Gesundheit und setzte sich als Kommunalpolitiker für die Einrichtung von Parks und Kinderspielplätzen für das städtische Proletariat ein. Rudolf Virchow stieß die Einrichtung erster kommunaler Krankenhäuser in Berlin an. Er setzte sich für eine berufsmäßige Ausbildung zur Krankenpflege, hier ein Bild dazu, und die Einrichtung von Krankenpflegeschulen an jedem großen Krankenhaus ein. Rudolf Virchow war ein vielseitig interessierter Kopf, auch außerhalb der Medizin. Er ist an der Gründung mehrerer Berliner Museen beteiligt. Er nahm bei Heinrich Schliemann, siehe Kapitel 55a und b, an einer Ausgrabungskampagne 1879 in Troja teil. Virchow hatte Einfluss und veranlasste Schliemann, den Schatz des Priamos Berlin zu überlassen und nicht London. Rudolf Virchow führte auch Grundlagenforschungen in der Anthropologie durch. Er betätigte sich als Erforscher der Urgeschichte durch Untersuchungen an Pfahlbauten in Norddeutschland und Höhlen aus der Steinzeit. Virchow war Vorsitzender des neu gegründeten Dachverbandes der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Hier ein Herrenausflug mit seinem Sohn Hans Virchow im Bild. Rudolf Virchow führte anthropometrische Untersuchungen an den indigenen Menschen der Völkerschauen von Karl Hagenbeck durch, die in ganz Europa beliebt waren. Heute werden diese kritisiert. Freilich war ihm eine wertende oder verächtliche Einstufung fremd. Die Evolutionstheorie Darwins fand Virchow zwar interessant, kritisierte diese aber auch deutlich. Das Skelett des gerade gefundenen Neandertalers klassifizierte er nicht als das eines Frühmenschen, sondern falsch als das Skelett eines durch Rachitis krankhaft veränderten rezenten Menschen. In vielen Beurteilungen lag er richtig, er irrte aber gelegentlich auch. Da er von sich selbst sehr überzeugt war, konnte und wollte er Irrtümer jahrelang nicht zugeben. Zu seiner politischen Aktivität: Rudolf Virchow war 1861 Gründungsmitglied und Vorsitzender der liberalen Deutschen Fortschrittspartei und saß ab 1862 im preußischen Abgeordnetenhaus
sowie von 1880 bis 1893 als direkt gewählter Abgeordneter im Reichstag, hier im Bild zu sehen. Rudolf Virchows Ziel war eine freiheitliche Gesellschaft und eine soziale Medizin auf klarer naturwissenschaftlicher Grundlage. Er wandte sich gegen Antisemitismus. Virchow hielt nichts von Kolonialpolitik. Er forderte bereits 1869 die Beschränkung der Militärausgaben und Abrüstung, Konfliktbewältigung durch internationale Schiedsgerichte und die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa. Rudolf Virchow war ein entschiedener Gegner des Reichskanzlers Otto von Bismarck und griff diesen 1865 verbal so stark an, dass Bismarck ihn zum Duell forderte. Virchow lehnte mit den Worten ab, das sei keine zeitgemäße Art der Debatte. Im späteren Kulturkampf, auch dieser Begriff stammt von Virchow, gegen die katholische Kirche, unterstützte der liberale Virchow jedoch den konservativen Kanzler. Rudolf Virchow war Protestant, äußerte sich jedoch auch scharf kirchenkritisch. Rudolf Virchow führte anthropologische Untersuchungen über Schädelformen durch und statistische Beurteilungen von Schulkindern. Dabei ergaben sich natürlich entsprechende Mischformen und keine reinen Rassen in Deutschland. Die Nationalsozialisten diffamierten ihn dafür später und konstruierten künstlich einen Gegensatz und eine persönliche Feindschaft zu Robert Koch. Es bestanden allerdings sachliche Differenzen zwischen beiden. Rudolf Virchow erhielt bereits zu Lebzeiten zahlreiche Ehrungen. Den angebotenen Adelstitel lehnte er ab. Auch nach seinem Tod erhielt Virchow Würdigungen und Namensgebungen für wissenschaftliche Vereinigungen und Preise sowie für Gebäude und Straßen. Ein Mondkrater und ein Asteroid tragen seinen Namen. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Allgemeinwissen und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Rudolf Virchow, forschend und sozial verantwortungsvoll waren und entscheidende Fortschritte der Medizin bewirkt haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Wenn Ihnen die Vorträge gefallen, dann klicken Sie gerne auf den Button Abonnement. Sie werden damit automatisch über Neuerscheinungen informiert.